So, ah nee, wir müssen hoch. Ein Stockwerk und es muss hier irgendwo in die beiden war's, dass hier noch die Rahmen verschneit waren. Muss mal aufpassen, das soll nicht so sein. Die Rahmen sollen nicht verschneiden. Fensterinhalt ist mir momentan ehrlich gesagt, gelinde gesagt, egal. Denn da kommen hier noch Glasscheiben rein. Allerdings hier halt nicht. So, und jetzt müssen wir halt hier eigentlich. Schönen Abschluss machen, aber den will ich fast sagen. Schummeln wir ein bisschen. Also hier oben schummeln wir nicht, das ist klar. Hier machen wir den schon schön. Weil man das auch von außen sieht. Und dazwischen machen wir, würde ich sagen, dann einfach Bretter rein hier. Bei den Teilen. Denn da kommt eh das Dach davor. So. Gut, dann brauchen wir erstmal nur das Eichenholz. Wahnsinn, was ich für einen Verbrauch an dem Schmarrn habe. Ich brauche echt mal eine Art To-Do-Liste oder eine Art schwarzes Brettwand, wo ich darauf stehe, was ich machen muss. Um statt weiterzubauen, natürlich. Nämlich zum Teil Holz farmen oder zum Teil Lehm farmen oder Schnee farmen oder halt irgendwas abbauen. Darauf läuft es nämlich hinaus. Die einzige Frage, die dabei für mich allerdings relevant ist, wird sein, wo wir hingehen, um das zu tun. Wir haben ja Teil der Region oder der Map schon abgegrast. Auch vor allem was Lehm und den ganzen Klumpatsch betrifft. Der ist ja bei vielen Stellen schon mehr oder weniger weg. So, wie mache ich das denn jetzt? Soll ich noch ein halbes Stockwerk draufpacken? Nee, nee. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das gut ist. So, 12 pro Seite macht 24. So. So. Das Einzige, wo wir noch bisschen höher gehen, ist, würde ich mal sagen, hier. Dass wir zumindest noch ein paar Dachfenster reinkriegen. Die müssen ja nicht die Maximal-Ding haben, aber es reicht ja zum Beispiel schon solche Dachfenster hier. Dann kann man das zum Beispiel so handhaben. Hirk! Nein! Oh, so. Genau so ungefähr. Das sieht dann doch schon mal eigentlich ganz gut aus. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal. Genau.
genau, hier machen wir das gleich richtig. Dass ich mir später dieses Rumhoppen erspare. So. Und dann hier. Zack, zack, zack. Und dann hier. Die Fenster letztendlich. Oh, mir fällt gerade auf, wenn ich das ja so mache. Dann ist auf diesem Stockwerk Decke gleichzeitig auch Boden. Kann man im Dachgeschoss natürlich auch schon mal anbieten. Dass Decke gleichzeitig Boden ist. Passt, denke ich, auch besser. Als wenn dem nicht der Fall wäre. So. Jetzt muss ich natürlich auf der Seite hier auch mal aufpassen. Dass ich das ja auch mal noch einigermaßen richtig baue. So. Hier muss ich dann irgendwann in die Steinwand von dem Haus hier eingehen. Sonst alles ein bisschen schwierig zu kalkulieren. Vor allem, wenn man halt auf das nicht vorhandene Nachbarhaus angewiesen ist dann. In der Baudurchführung. Da bin ich ja Spezialität. Baulücken auf Kost von späteren Bauwerken zu kreieren. So. So. Machen wir noch den Querbalken rein. Ich sollte wirklich nicht um diese Uhrzeit eigentlich aufnehmen. Alle Nasen lang kommt jemand rein und sagt gute Nacht und all diese Dinge. Und das ist halt tierisch nervig dann wieder irgendwie rauszukriegen. So. Okay, hier kommt dann der Dachstuhl. Aber mit dem habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Da lasse ich mich erst noch überraschen. Von meinen kreativen Ergüssen, die ich noch habe. Nicht eigentlich irgendwie cool für das Ambiente, wenn ich hier so Pfosten mache, jetzt endlich das rustikale Fachwerkbauwerk. Fachwerkbauwerk. Tolles Deutsch. Das Bauwerk halt hier unterstützen und so. 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 Passt. Dann kommen hier noch die Querwände rein. Ich kann doch jedes Haus, also jedes Haus, jedes Zimmer mit einer Art Dusche belegen. Das ist halt dann alles letztendlich in einem Raum und nicht wirklich räumlich getrennt.
Außer hier hinten. Da geht es nicht. Ich kann es räumlich trennen. Dass ich da noch nicht vorher drauf gekommen bin, ne? Das war ein Level Up. Oder sowas. So. Ja, das ist... So, die Zimmer hier sind jetzt identisch groß. Die werden hier eine Dusche oder eine Badewanne oder... eine Dusche oder eine Badewanne oder sowas reinkriegen und eine Toilette. Bei den Zimmern wird es etwas schwieriger. Ja gut, da kann man es ja höchstens rein, ja, so irgendwie trennen. Geht sich halt eine Dusche aus. Und hier vorne Bett. Aber es geht sich aus. Und das ist die Hauptsache. Das ist ja wohl die Hauptsache, dass es sich ausgeht. Und hier. Ah, keine Ahnung. Putzkammer. Der Schrank unter der Treppe von Harry Potter. Irgendwas. So. Da wird mir schon was einfallen. Das heißt, haben wir letztendlich zwei Einzelzimmer hier auf der Etage und zwei mehrere Zimmer. Also ich, normalerweise haben Hotels, glaube ich, nicht großartig mehr zu bieten als Doppelzimmer, ne? Mehr Betten stehen da eigentlich nicht drinnen. So. Das einzige Ding ist halt jetzt, dass das Schlaf... dass die Schlafräumlichkeit selber kein Fenster hat. Das ist so ein bisschen das einzige Manko hier. Natürlich eigentlich uncool für diese Zimmer. Dafür sind sie billig. Das heißt, keine Ahnung, ob sie billig sind. Aber ich sag jetzt einfach mal, sie sind billig. So. Dann kommt hier noch eine Wand rein. Fehlen mir noch genau vier Schnee, die holen wir uns noch kurz. Dann setze ich noch kurz ein paar Fenster. Was habe ich hier drauf? Feuer Protection. Putzkammer machen wir so. Das müsste eigentlich von der Helligkeit auch reichen, so. So, dann hole ich jetzt noch ein bisschen Glas für die Fenster. Lasse ich es erstmal sein.